Alle Macht geht vom Volke aus. Das ist der Grundsatz unseres politischen Systems. Das Volk übt diese Macht vor allem bei Wahlen aus. Bei Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Wir schauen uns an, wie das zum Beispiel in Brandenburg funktioniert. Wann und wer wird da gewählt und wie funktionieren eigentlich die Wahlen? Das sind Lucy und Felix. Beide sind 16. Beide sind deutsche Staatsbürger und beide sind schon länger als einen Monat in Brandenburg gemeldet. Unter diesen drei Bedingungen dürfen sie den Landtag in Brandenburg wählen. Das kam heute bei beiden mit der Post. Die Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl. Der Brandenburgische Landtag ist das Parlament des Landes. Die Landtagsabgeordneten beschließen Gesetze und sie wählen den Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident ernennt die Landesminister. Landesminister und Ministerpräsident bilden die Landesregierung. Lucy und Felix bestimmen bei den Wahlen deshalb auch mit, wer in der Landesregierung sitzt. Die Landesregierung schickt Vertreter in den Bundesrat. So nimmt die Landesregierung auch Einfluss auf die Bundespolitik. Aber zurück zur Wahlbenachrichtigung. Dort steht, wann und wo die Wahl stattfindet. Für Felix fällt der Tag mitten in seine schon lange gebuchte Urlaubsreise. Macht aber nichts. In dem Fall nimmt er an der Briefwahl teil. Heute ist Wahltag. Wir begleiten Lucy ins Wahllokal. Dort bekommt sie ihren Wahlzettel. Sie füllt ihn in der Wahlkabine aus. Der Wahlzettel sieht so aus. Lucy hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt sie direkt eine Person. In Lucys Wahlkreis stellt jede Partei einen Politiker als Kandidaten auf. Der Kandidat mit den meisten Stimmen kommt direkt in den Landtag. Daher der Begriff Direktmandat. In Brandenburg gibt es 44 Wahlkreise und damit auch 44 direkt gewählte Politiker im Landtag. 44, das ist genau die Hälfte der 88 Sitze. Noch wichtiger als die Erststimme ist die Zweitstimme. Mit ihr wählt Lucy eine Partei. Die Zweitstimmen legen die Verteilung der Sitze im Landtag fest. Wenn eine Partei 26% der Zweitstimmen bekommt, erhält sie auch mindestens 26% aller Sitze. Manche Parteien bekommen weniger als 5% der Zweitstimmen. Sie kommen darum nicht in den Landtag. Ausnahme, sie haben ein Direktmandat gewonnen. Oder sie vertreten die sorbische Minderheit. Das so bereinigte Zweitstimmenergebnis bestimmt dann die Verteilung der Sitze. Schauen wir uns mal an, wie sich nach diesem Wahlergebnis der Landtag zusammensetzen würde. Zuerst verteilen wir die Direktkandidaten auf die Sitze. Partei A hat 22 Direktmandate, Partei B 16, Partei C 5 und Partei D 1. Nach dem Ergebnis der Zweitstimmen stehen Partei A insgesamt 40 Sitze zu. Partei B bekommt 26, Partei C 16, Partei D 5 und die Partei der sorbischen Minderheit bekommt einen Sitz. Die noch nicht mit Direktmandaten belegten Sitze werden mit den Kandidaten der Landeslisten der Parteien besetzt. So sieht er dann aus, der neu gewählte Landtag. Etwas kompliziert, das Überhangmandat. Es entsteht, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Stimmt die Sitzverteilung nicht mehr mit dem Zweitstimmenverhältnis überein, kommen weitere Sitze ins Parlament für die anderen Parteien. Die sogenannten Ausgleichsmandate. Statt eigentlich 88 Parlamentssitzen kann es also einige mehr geben. Die Höchstgrenze sind aber 110 Sitze. Lucy und Felix können also über Wahlen auf Landesebene ihre Macht ausüben und die Politik in Brandenburg mitbestimmen. Für das demokratische Politik- und Gesellschaftssystem ist es wichtig, dass möglichst viele Bürger wählen. Denn dadurch wird die Legitimität des politischen Systems gestärkt. Die Nichtwähler sind dagegen nicht in der Politik repräsentiert. Aber Lucy und Felix können noch viel mehr tun, als wählen gehen. Sie können Petitionen beim Landtag einreichen. Dann befasst sich das Parlament mit ihrem Anliegen. Sie können eine Bürgerinitiative gründen. Sie können in eine Partei eintreten und dort mitmachen. Sie können selbst eine Partei gründen und sie können selbst Kandidaten bei einer Wahl werden.